Ja, tau Leute, willkommen zurück wieder zu Theme Hospital. Und ja, nachdem der Haarreparierer, ein schwieriges Wort, Hairrepairer, in der letzten Folge ja ganze Arbeit geleistet hat, hoffen wir doch, dass wir heute noch die restlichen Bedingungen hier des Krankenhauses auch noch erfüllen. Dazu schauen wir wie immer auf unseren, nicht auf unseren Forschungswert, sondern auf unseren Marktwert. Richtig hier, und ihr seht, geldtechnisch müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Brauchen wir 150.000 D-Mark irgendwas. Wir wissen immer noch nicht genau die Währung hier in dem Spiel. Doch, D-Mark, hier steht's ja. Und den Leuten ist natürlich wieder zu kalt. Woran das nur liegen mag. Ich habe doch eigentlich überall die Heizung aufgedreht. Drehen wir sie einfach noch etwas mehr auf. Ansonsten geht's hier natürlich wieder drunter und drüber. Die Patienten schicken wir nach Hause. Wo wir noch nicht wissen, was die eventuell haben. Das machen wir dann erst, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Ich hoffe ja nicht, dass meine meine Apparate in die Luft fliegen, weil die vielleicht schlecht gewartet werden, weil das erwarte ich eigentlich noch in einer der nächsten Folgen, dass die leider explodieren werden. Genau, Forschungsabteilung haben wir hier in etwas kleiner gebaut, wird aber trotzdem noch fleißig geforscht. Ich schaue mal schnell nach dem Personal, dass die nicht wieder hier Gehaltserhöhungen wollen. Ja, vielleicht geben wir ihm mal lieber hier noch einen kleine finanzielle Spritze. Und ja, ihr wisst ja, die letzte Folge ist schon etwas her, seitdem ich hier Theme Hospital aufgenommen habe. Deswegen muss ich gerade mal erstmal mich ein bisschen orientieren, was ich denn generell mal bauen könnte. Den OP habe ich, aber den habe ich gerade gedacht, den bräuchte ich noch. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar neue Diagnosegeräte. Den Scanner, Röntgen. Ich glaube, das haben wir alles noch gar nicht. Muss ich gerade mal schauen. Scanner, Röntgen sehe ich auf jeden Fall nicht hier. Und der Gipsentferner wurde verbessert. Das ist natürlich super. Okay, hauen wir hier mal den Scanner rein. Ja, wenn wir nur Geld hätten, ne? Das ist das alte Problem. Das liebe Geld. Vielleicht reicht es ja für eine Röntgenabteilung. Aber Röntgen muss eigentlich ein bisschen größer werden. Okay, solange müssen wir leider die Patienten hier nach Hause schicken, die wir nicht heilen können. 69% ist mir einfach zu wenig, weil ihr wisst ja, sobald es hier einen Todesfall gibt, kriegt man immer richtig, Verlust des Rufes. Muss nicht sein, das können wir also quasi noch einfach warten. Forschung läuft auch weiter. Und ja, wir brauchen dann eigentlich noch einen neuen Raum. Also quasi ein neues Gebäude. Und da machen wir am besten dann Scanner und überhaupt alles rein. Behandlungen haben wir ja quasi alles gebaut. Abteilung auch. Zungenpoliklinik haben wir alles da. Gut, ein paar Toiletten vielleicht noch. Aber Toiletten haben wir ja auch hier. Haben wir hier hinten mal ein paar extra Toiletten? Haben wir nicht. Könnten wir höchstens hier noch ein paar Toiletten hinbauen. Aber ich versuche dann eigentlich... Okay, ein Notfall. Polierte Knochen, das können wir machen. Ich überlege dann doch vielleicht den Scanner hier hinzubauen. Wird dann alles zwar ein bisschen enger und dann vielleicht hier oben ein paar Toiletten rein. Ich baue die auch noch gleich mal, sobald ich Geld habe, wollte ich sagen. Jetzt ist erstmal hier die Jahresabrechnung. Keine Auszeichnung für uns, hätte ich fast gesagt. Doch, hier sind sie natürlich. 4.000 Bargeld, 3.000, 23 Ruf und hier wieder eine schöne Trophäe. Für den besten Ruf in allen Krankenhäusern. Das nehmen wir doch gerne auf uns. Und jetzt müssten wir auch ein bisschen mehr Geld haben. Für den Scanner. Ja, wir bauen das mal so hier hin. Die Tür machen wir hier vorne hin. In den Scannerraum. Oh oh, dann habe ich wohl doch schon einen Scanner. Nee. Ich sehe eigentlich gerade keinen. Haben die jetzt so schnell gerade gesagt, bitte in den Scannerraum, das ist ja Wahnsinn. Jetzt bin ich noch gar nicht fertig hier. Nein, ich muss doch noch hier... Ich wollte doch noch eine Heizung hier reinstellen. Ah, oh, na gut. Dann machen wir die Heizung halt von außen hin. Ein paar Bänke wären noch ganz gut. So, so, so. Jetzt muss ich wirklich mal schauen. Hatte ich nicht wirklich schon irgendwo einen Scanner gebaut? Nee, also ihr seht, heute bin ich extrem verwirrt. Na, das liegt ja daran, wie gesagt, lange Pause. Doktor in die
Obwohl ich mir eigentlich die letzten Folgen extra nochmal angeschaut habe. Ja, ich muss dann gleich mal hier, genau, nochmal schnell den Arzt hier raus. Und dann, richtig, so ging das. Zwei Pflanzen, wisst ihr ja, Heizkörper, Mülleimer, Feuerlöscher, das muss sein. Also, Heizkörper hierhin, vielleicht einfach hier so direkt, genau, hinter der Trennwand, falls die Mädels sich umziehen und denen natürlich kalt ist, das ist nämlich immer ideal. Und ja, ihn hier ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir ihn mal scannen. Wie sieht's aus mit unserem Notfall? Der ist, glaube ich, auch so gut wie durch. Wurde behandelt, das ist doch schön. Da müsste gleich auch wieder Geld geben. Geld. Also Geld natürlich. Und das Knickebeinmedikament wurde auch deutlich verbessert. Was haben wir denn hier? Geh doch mal rein. Ist der irgendwie stecken geblieben an der Tür? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Toiletten. Nochmal irgendwie hier Toiletten. Ja, verschenken wir mal den Platz für andere Einrichtungen. Ist egal, da kaufen wir uns dann einfach ein neues Gebäude. Feuerlöscher, Mülleimer, Toilette. So, Feuerlöscher unten hin. Oh, oh. Da muss ich mal schnell meine Geräte checken hier. Nicht, dass da irgendeiner zu sehr kaputt ist. Das muss auf jeden Fall repariert werden. Okay, oh, und einer will mehr Geld. Okay, das haben wir geschafft. Oh, oh. Oh, ich glaube, der hat es überlebt hier. Ja, der wurde frisch repariert. Die Entlüftungsanlage, die ist ja auch schon relativ alt, hat es auch überlegt. Der Scanner, au, der ist auch schon direkt kaputt gegangen. Ja, also muss man wirklich aufpassen. Ihr werdet auch in den nächsten Levels noch sehen, dass dann entsprechend die Geräte kaputt gehen und man diesen Platz nicht mehr so einfach neu besetzen kann. Und das ist dann sehr ärgerlich, vor allem wenn man ja eh nicht viel Platz hat. Die Patienten frieren. Das kann doch nicht sein. Ach so, weil die Heizung ausgefallen ist. Ja, natürlich frieren sie dann. Und das mit den Toiletten hier hinten war, glaube ich, eine gute Idee. Dann machen wir doch gleich mal hier zwei Bänke. Es sollte, glaube ich, reichen, dass ich wieder hinsetzen kann. Oh, schnell. Schnell nochmal bei den Ärzten schauen. Dass wir denen ein bisschen Geld noch hier zusätzlich geben. Jetzt auch schon hier unsere Handlanger, die mehr Geld wollen. Naja, das ist leider so. Ich muss gerade mal schauen, was haben wir denn hier? Chirurg. Ja, also drei Chirurgen, wenn ich das richtig gezählt habe. Was finden wir denn aktuell eigentlich auf dem Markt? Ne, da haben wir höchstens einen Psychiater noch, aber brauchen wir eigentlich nicht. Das sollte so ganz gut gehen. Und der Scanner, der macht sich hier schon bezahlt. Ich glaube, da haben wir schon das ein oder andere diagnostizieren können, was wir bisher nicht konnten. Ja, da wird er jetzt auch gleich repariert. Ne, da werden die Pflanzen gegossen. Und ja, läuft allgemein, glaube ich, ganz gut. Wir bauen dann noch hier ein Röntgenlabor, würde ich mal sagen, wo wir dann auch noch neue Krankheiten feststellen können. Oh, übrigens hier ein Zeitungsartikel. 1500 D-Mark Bonus bekommen, weil das alles so gut läuft. Oh, schon wieder ein Erdbeben. Erdbeben. Das läuft alles gut. Ich glaube, ihn könnten wir mal reparieren schnell. Wie sieht's mit dem Cardio aus? Also die Erdbeben, die machen wir dann doch ziemlich zu schaffen. Ich stelle da lieber nochmal einen neuen Handlanger ein. Einfach aufs Nummer sicher. Vielleicht nicht einen so einen super guten, aber er hier, der sich wirklich nur ums Reparieren kümmert. Okay, und ein Notfall. Kopfus Carlos. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür haben wir ja unsere patentierte Maschine hier, die übrigens gerade raucht. Eieiei. Da müssen wir mal ganz schnell. Oh, alles kaputt hier gerade. Oh, oh. Oh, und ja, hier ist es passiert übrigens. Die Entlüftungsanlage ist gerade
dahin gegangen durch das Erdbeben. Tja. Jetzt brauchen wir eine neue Belüftungsanlage. Das ist nicht so schön. Das kostet nämlich erstens Geld und zweitens, Platz. Und Platz ist meistens etwas, ja, was wir nicht hier haben. Wo war sie denn? Die Entlüftungsabteilung ist hier. Die kann man ja Gott sei Dank auf 5x5 Felder bauen, also relativ, ist noch was gerade explodiert? Eigentlich nicht, ne? Weil das war schon die Alarm, das Alarmsirengeräusch. Okay. Da klauen uns zwei Bänke. Und das sollte dann eigentlich reichen. Ich brauche einen Arzt hier für die Kopfus Carlos, Leute. Oh Mann, da war jetzt kein Arzt da. Ich glaub's nicht. Okay, wir stellen mal schnell diesen... Ist schon wieder ein Erdbeben. Ich glaub's nicht. Röntgenreparatur? Ich hab doch gar keinen Röntgenautomat. Okay, Erdbeben. Also, der Scanner läuft. Cardio... läuft auch. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass die nicht auseinanderfallen, die anderen Sachen. Weil alles neu bauen, das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Du hast schon gesehen, das hat jetzt schon wieder 5000 D-Mark, glaube ich, der Entlüfter gekostet. Naja. Noch ein paar Bänke hier. Nochmal nachbauen. Und jetzt komm, schnell, behandel ihn noch, weil die Zeit ist gleich vorbei. Los! Oh, ich glaube, der hat nicht mehr gezählt. Was? Die Leute sind entsetzt, wie ich mein Krankenhaus leite? Oh doch, wir haben den Bonus noch bekommen. 4 von 4. Mensch, da haben wir aber echt Glück gehabt eben. Oh, jetzt ist aber hier die Hölle los. Zwei Schwestern sind auch noch da. Ja, okay. Ich glaube, jetzt läuft es wieder einigermaßen. Wie gesagt, die Erdbeben sind so eine Sache, aber das Level hier speziell ist halt auch das Erdbeben-Level. Das heißt, man muss hier beweisen, dass man die Geräte im Griff hat. Und ansonsten braucht man halt eine neue Abteilung. Ist immer ein bisschen teuer im ersten Moment, aber lohnt sich natürlich trotzdem. Ja, das kann noch ein bisschen dauern hier, bis wir das Ziel erreicht haben. Eigentlich habe ich es überall schön warm gemacht, aber die Leute haben immer noch was dagegen. Wahrscheinlich hier in dem Personalraum mit den 4 Fernsehern, der eigentlich schon heiß genug sein müsste durch die Technik. Ihr seht ja noch hier gute alte Röhrentechnik hier verbaut. Keine Flatscreens, aber dafür diese gute alte Arcade-Maschine. Sowas hätte ich ja wirklich gerne in meiner Wohnung oder in der Schule am besten. Aber das ist leider nur ein Traum. Die Toiletten sehen übrigens genauso ansortiert aus wie in meiner Schule. Aber da gibt's mehr Waschbecken, so gesehen. Oh nein, und einer will wieder mehr Geld haben. Habe ich nicht aufgepasst. Okay, hier schnell mal so. Ich habe auch nur 2 Schwestern, dass die das hinbekommen. Nicht schlecht. Die Dame an der Rezeption ist wie immer super glücklich. Ich habe noch nie erlebt, dass die eigentlich kündigt oder irgendwas in der Richtung macht. Einer ihrer Ärzte ist Berater geworden. Sehr gut. Aber ich habe doch auch gar keinen... Oh, und Epidemiewarnung. Oh, die Strafe ist natürlich teuer. Okay, werden wir die Epidemie wieder eindämmen. Und hier alle schnell impfen. Ah! Nein! So, wo sind sie noch? Ein Arzt bitte in die Schwesterzugabteilung. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Ach Leute, ich verklick mich aber gerade hier richtig hart. Ey. Ja, der ist schon. Oh oh. Das war nix, glaube ich. Eine Schwester in die Power-Theke, bitte. Nee, das ist hier...
die Allgemeinmedizin. Mhm. Eine Schwester auf die Station, bitte. Darf jetzt keiner abhauen von denen? Den habe ich schon. Ja, dürfte gehen. Da ist gerade hier einer genervt gegangen. Was hat der denn für ein Problem gehabt? Dem ist zu kalt. Das kann doch nicht sein. Wieso ist denn den Leuten zu kalt bei mir? Das verstehe ich nicht. Wir drehen jetzt hier wirklich komplett auf. Das lasse ich mir nicht nehmen. Naja, gut, Leute. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Folge war jetzt eher ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ereignislos. Außer natürlich, dass unsere Entlüftung hier groß kaputt gegangen ist durch das Erdbeben. Ob wir die Epidemie vertuschen konnten, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Und auch natürlich auch hier den Billy the Wild. Auch beim nächsten Mal. Alles dann wieder bei Theme Hospital. Bis dann. Ciao, ciao.